Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein bisschen kürzeres Video, aber eine schöne Experience, und zwar nennt sich das Adventure oder das Abenteuer Aripi oder Aripi, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ist eine schöne VR-Experience, die man im Sitzen genießen kann. Also ein schöner Kurzfilm, eine schöne kleine Geschichte, finde ich richtig herzallerliebst schön gemacht. Ich gucke mir persönlich sowas sehr, sehr gerne an. Ich bin immer der Meinung, so die Pixar Studios und so sollten wirklich ganze Filme in sowas entwickeln. Vielleicht gibt es auch sowas schon, ich weiß es nicht. Aber finde ich sehr, sehr cool gemacht. Sowas gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Und gibt es gerade, jetzt muss ich gerade aufstoßen, sorry, für 3,99 völlig okay für einen Kurzfilm. Also das würde ich auf jeden Fall gerne bezahlen. Dafür geht auf alle gegen VR-Brillen, ihr könnt euch schon hinsetzen, ihr braucht kein Gamepad dazu. Einfach hinsetzen, hinlegen oder stehen und genießen das Spiel. Geht nur um einen Astronaut, der im Raumschiff ist und da passiert eine kleine Katastrophe. Ob er heil an die Erde ankommt, auf der Erde ankommt, das seht ihr jetzt im Video. Im Video seht ihr die ganze Experience und ich nehme euch mit auf diese kleine Reise. Lasst mir gerne Like und Abo da. Wie gesagt, wir wollen ja auf die 1000 dieses Jahr kommen. Mit eurer Hilfe schaffe ich das. Also Video liken, teilen, kommentieren, was das Zeug hält. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und da sind wir schon drinne und ja, wir schauen jetzt mal hier, was er so träumt. Wir sind gerade an der Anfangsszene, ist jetzt gerade zu denen hin. Und jetzt gehen wir mal hier auf die Blase drauf. Ist mal so eine schöne Seated Experience mal wieder. Ach, mal wieder was Schönes zwischendurch. Na, darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich mach mal ein Stück lauter. Sieht auch. Guck mal, heute können wir mal schön zusammen das Video genießen. Ach, guckt euch das mal an. Ist das nicht niedlich? Ach, jetzt will der Kleine fliegen. Na, der stürzt doch ab, oder? Hui. Hui. Sehr, sehr cool. Oh, nein. Oh, oh. Ah, okay. Ja, jetzt war ich schon erschrocken. War nur ein Traum. Hui. Ja gut, die Drehung, ein bisschen Motion Sickness für die Leute, die es nicht so vertragen. So eine Kameradrehung ist aber nicht so toll. Oh, rotes Licht. Oh. Oh ja, da dreht sich es auch bei mir auch leicht. Sehr cool. Ach, wir waren im Weltall gewesen, alles klar. Ja, mit der Drehung, das gefällt mir eigentlich. Das ist eine schöne Immersion, was es noch mal gibt. Guck mal, kann man schön hier auf der Erde dabei gucken. Schön. Oh, oh. Ach ne, ist durchgegangen. Ah, jetzt. Oh, shit. Oh, oh. Ich mach mir keine Angst. Einfach Knoten rein. Und da passt das Ganze wieder. Oh.
Ups. Oh. Hoffentlich überlebt hat das. Na Mensch, das ist ja jetzt. Das wäre nicht so schön. Da wäre der Fallschirm. Los. Genau. Mach das, wo du geträumt hast, mit den Dingern zu fliegen. Schön. Los, noch einmal umdrehen, komm, komm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderschöne, kurze VR-Experience. Ich liebe ja sowas. Also sowas gucke ich mir richtig, richtig, richtig gern an. Also so sollten wirklich auch Animationsfilme langsam mal entwickelt werden, dass sie wirklich nur VR-technisch auf so eine Raffinesse dann kommen. Wäre der absolute Wahnsinn. Schöne Musik, schöne Grafik, kurze Story. Ist mir jetzt, ob das Video jetzt hohe Aufrufzahlen kriegt, das ist mir am Ende egal. Aber das wollte ich euch mal zeigen. Das sieht ja richtig, richtig toll aus. Schön. Also sowas mal für zwischendurch mal hinsetzen und sich da mal so schön einlassen bei sowas. Da braucht man auch mal seine Zeit, aber das ist auch so stressabbauend nach einer anstrengenden Woche. Einfach mal so eine Experience abzutauchen und sich mal das anzuschauen. Nee, Hut ab vor sowas, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Also kriegen von mir auf jeden Fall eine positive Rezension bei Steam geschrieben. Verlinke ich euch natürlich unter dem Video, wenn ihr es selber mal ausprobieren möchtet. Klar, man guckt sich es nur einmal an, aber vielleicht mal, vielleicht zeigt man es mal irgendjemand anders. Ja, Leute, kurzes Video heute. Auch eine schöne Experience und ja, wir sehen uns
morgen wieder bei den wöchentlichen Steam VR Sales Angebote und ja, haltet die Ohren steif. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao.